Nach der Auswärtsniederlage gegen Hannover 96 sind wir gegen den FC Kaiserslautern nochmal zurückgekommen. 4:0 Heimerfolg. Wir schießen die roten Teufel aus unserem Stadion. Jetzt geht es ins wohl wichtigste Spiel der Saison. Es geht ins Stadtderby gegen St. Pauli. Hamburger Jungs! Hamburger Jungs! Hamburger, Hamburger, Hamburger Jungs! Wir gehen direkt rein in die Partie. St. Pauli hier im Ballbesitz, doch Leibold, unser Außenverteidiger, erobert den Ball. So kommt der Ball auf Glatzel und der macht bereits nach 16 Minuten das 1:0. Super Vorarbeit von Sonny Kittel und es geht direkt weiter. Wenige Minuten später, hier probiert Königsdörfer das zweite Mal den Ball in die Tiefe zu spielen. Der kommt nicht an, aber was macht die Verteidigung von St. Pauli? Sie bereiten mehr oder weniger Glatzel das 2:0 vor. Somit nach 18 Minuten bereits die 2:0 Führung. Wir sehen hier nach 26 Minuten die erste Chance für St. Pauli, doch im Großen und Ganzen spielt nur unser HSV wieder Königsdörfer. Der spielt eine super Partie, die Vorlage auch sehr, sehr gut. Und da hätte es tatsächlich kurz nach der Halbzeit sogar 3:0 stehen können. Insgesamt keine spannende Partie, denn es spielt tatsächlich nur unser HSV. Es gibt hier nochmal einen Eckball und Kittel bringt das Ding ein. Doch die bringt erstmal nichts mit ein. Der Ball kommt zurück. Kittel probiert es dann ein zweites Mal. Doch der Torhüter hat den Ball. Die Partie ist zu Ende. Wir gewinnen 2:0. Im Derby. Die Medien sprechen von einer Machtdemonstration, die Fans sind überglücklich und Mainz 05 interessiert sich für Bacariata. Und so sieht sie jetzt aus, die Tabelle der zweiten Bundesliga. Wir sind mit 3 Punkten und dem deutlich besseren Torverhältnis auf Platz 1. Auf Platz 4 befindet sich unser kommender Gegner Jahn Regensburg. Also ein absolutes Top-Duell, allerdings nicht in der Liga, sondern in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Ja, und was soll ich sagen? Ich mach's kurz. 0:2 Niederlage, wir sind raus. Die Pokalniederlage heißt es jetzt schnellstmöglich aus den Köpfen zu kriegen, denn am Wochenende geht schon weiter im Liga-Alltag und das ist das, was zählt. Wir wollen den Aufstieg, dementsprechend muss es in der Liga auf jeden Fall funktionieren, doch es funktioniert noch nicht so richtig. Gegen Magdeburg geht es am Ende 1:1 aus, Schonlau der einzige Torschütze, der per Eckballtaktik am Ende zum Unentschieden trifft. Gegen Paderborn auswärts sieht dann das Ganze deutlich besser aus. Wir gewinnen 4:1. Königsdörfer, Klatze, Laszlo Benes und Zuhonen die Torschützen. Und jetzt geht's zurück zu Regensburg. Wir wollen die Revanche, wir wollen in der Liga die 3 Punkte. Doch vorher gibt's noch mehr als eine schlechte Nachricht, denn Leibold fällt aus, Muheim ist immer noch angeschlagen und dementsprechend große Probleme auf der Linksverteidigerposition. Da fallen gleich 2 Leute aus. Zum Glück spielen wir auf der rechten Seite mit einem inversen Spieler und haben eben Lato zu Saisonbeginn noch verpflichtet, der die Position dann auch besetzen kann. Somit haben wir trotz allem dann noch eine sehr gute Aufstellung, die gegen Regensburg auf jeden Fall alles rausholen kann. Das Topspiel hält am Ende, was es verspricht, ist ein absolut ausgeglichenes Spiel. 10 Schüsse auf beiden Seiten, 6 für den HSV aufs Tor, 4 für Regensburg. Expected Goal-Wert zu unseren Gunsten von 1,45 zu 1,16. Auch im Ballbesitz sind wir die bessere Mannschaft, haben 61%. Somit die etwas bessere Mannschaft. Trotzdem schaffen wir es hier eben nicht, ein Tor zu erzielen. Regensburg allerdings auch nicht. Am Ende endet die Partie 0:0. Wir bleiben somit die letzten 5 Ligaspiele ungeschlagen, es sind 2 Unentschieden dabei und Jatta wird weiterhin beobachtet von Svensson. Mainz 05 scheint da tatsächlich sehr, sehr großes Interesse zu haben. Ich bin gespannt, ob im Winter ein Angebot reinkommt. Sollte er uns tatsächlich verlassen, möchten wir natürlich vorbereitet sein. Dementsprechend sind wir hier schon fleißig auf seiner Position am Scouten. Wir möchten auf jeden Fall einen schnellen Spieler auf der Flügelposition haben, der auch noch Potenzial hat. Also ein junger Spieler soll es auf jeden Fall werden. Zerbin war ja schon ein heißer Kandidat im Sommer. Da leider noch zu teuer. Mit dem Jatta-Geld könnte dieser Transfer dann realisierbar werden. Vor der Winterpause dürfen wir noch einmal zu Hause gegen Sandhausen ran und Lassmer bekommt die Chance vorne im Sturm sich auch mal zu beweisen und er nutzt die Chance. Dreierpack in der ersten Halbzeit, absolut fantastisch, was er auf den Platz bringt. Die Sache schien gegessen, doch Sandhausen kam tatsächlich zurück. Pulkram der 57. Minute mit dem 1:3, Sirov mit dem 2:3 in der 66. Schien nochmal spannend zu werden, doch Lassmer, der hatte richtig Bock, 91. und 93. wieder 2 Tore vom Stürmer, somit ein Fünferpack, absolut
Unglaublich. Somit stehen wir mit 5 Punkten Vorsprung auf Platz 1, 12 Siege, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen. Auf Platz 2 Heidenheim mit 34 Punkten und auf dem Relegationsplatz Jahn Regensburg. Tim Kleindienst mit 12 Treffern aktuell der beste Torschütze der Hinrunde. Wir sehen bei uns ganz klar, dass die Offensive unfassbar ausgeglichen in der Breite ist. Wir haben mit Königsdörfer einer, der 7 Tore erzielt hat. Lassme, der zuvor natürlich nur einen Treffer geschossen hat, aber jetzt tatsächlich auf ganze 6 Treffer kommt. Und Klatze, der in der Hinrunde etwas verletzt war, nur 8 Startelf-Einsätze hatte, kommt auf 5 Tore. Neuzugang Toni Lato präsentiert sich bisher auch unfassbar gut. Er ist im Notenschnitt der Liga der drittbeste Spieler, hat eine 7,36 Benotung. Laszlo Benn ist der zweitbeste Vorlagengeber mit 7 Vorlagen und Heuer Fernandes hat die meisten Spiele ohne Gegentor. Werfen wir hier nochmal einen Blick auf die Statistiken der gesamten Mannschaft. Da sehen wir auf jeden Fall, dass extrem viele Spieler an Toren beteiligt sind. Auch die Vorlagen recht verteilt sind. Natürlich Laszlo Benn mit 7 da auf Platz 1, aber auch Bakary Jatta 2 Tore und 5 Vorlagen. Viele Spieler, die eine bessere Note haben als eine 7,0 im Durchschnitt. Dementsprechend die Leistung auf jeden Fall extrem zufriedenstellend. Auch zufriedenstellend ist die Leistung unserer U19 aktuell. Wir stehen auf Platz 3 der Liga, haben 3 Punkte Rückstand, aber auch ein Spiel weniger als Hannover 96, der Tabellenführer. Außerdem ist unser Top-Talent Davis Rath der beste Spieler der Liga, hat eine 7,65 Bewertung, was natürlich absolut fantastisch ist. Die sportliche Leistung stimmt also. Jetzt heißt es in der Winterpause auf jeden Fall nochmal den Kader zu optimieren. Wir werden auf jeden Fall auch nur reagieren. Heißt, wenn ein Spieler gehen wird, werden wir jemanden nachkaufen. Ein Spieler könnte uns tatsächlich jetzt nach einem halben Jahr schon verlassen, denn Enes Shahbani ist nicht zufrieden mit seinen Einsatzzeiten. Und wir haben mit ihm gesprochen, es war erfolglos. Der Spieler will tatsächlich den Verein schon wieder verlassen. Große Sorgen müssen wir uns da allerdings nicht machen, denn unser Vorstand erhöht unser Transferbudget nochmal um 3 Millionen Euro. Der steht jetzt mittlerweile bei 4,1 Millionen Euro plus 20.000 Euro Gehaltsbudget. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass der Vorstand eben ja, absolut zufrieden mit unserer Leistung ist. Auch die Fans freuen sich über die aktuelle Platzierung und dementsprechend können wir jetzt auf dem Transfermarkt zuschlagen. Wer verlässt noch den Verein? Wer wird noch eingekauft? Wie sieht der Kader zur Rückrunde aus? Diese Fragen beantworten wir in Folge 4. Wenn ihr noch Transferideen habt für die rechte Flügelposition oder einem zentralen Mittelfeldspieler, schreibt mir das Ganze doch gerne in die Kommentare. Vielleicht sehen wir ja euren Spieler hier beim HSV. Außerdem möchte ich hier nochmal euch darauf hinweisen, wie ihr mich unterstützen könnt für die Videos, die ich hier eben für euch stundenlang vorbereite und am Ende auch hochlade. Ich habe einmal einen Spendenlink bei mir in der Videobeschreibung. Ansonsten ist die beste Möglichkeit auf jeden Fall über Jeneba dort günstige PC-Spiele oder PSM-Karten, vielleicht für die, die jetzt in FIFA noch ins Team of the Year rein starten wollen, die könnt ihr über meinen Link einkaufen oder über Twitch mir ein Amazon Prime Abo kostenlos dalassen, würdet ihr mich auch finanziell unterstützen. Vielen Dank dafür, das war's von mir heute, bis zum nächsten Mal. Ciao!